Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 32 von Astroneer. Ja, ich habe den Wagen hier leer gemacht, wie ihr seht. Habe aber vielleicht auch ein Lager gebaut, aber einen Anhänger, den hätten wir noch machen können, den habe ich nicht gebaut, ne? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ich habe ja auf jeden Fall auch noch eine Forschung angestoßen, das habe ich auch noch gemacht. Der Mordrak hatte mir auch geschrieben, dass ich natürlich hier. War das jetzt hier? Ich glaube. Nee, es war hier, ne? Dass man natürlich. Nee, es war nicht hier. Es war. Definitiv an dem Teil hier dann, ne, oder? Jetzt habe ich gerade den Fokus verloren vom Spiel. So, jetzt haben wir ihn wieder. Das war definitiv hier wohl, oder? Ne, ist nicht hier. War es doch hier? Und ich habe es hier nicht wieder. Es gibt mehrere Ebenen. Ach, hier sind sie, die Knöpfe. Ich habe sie unten runter gesucht. Und wie wir sehen, gibt es hier noch viele schöne weitere Sachen, die wir noch alle bauen können. So zum Beispiel diesen Autoarm, den wir ja auch brauchen. Ja, wenn man dann diese ganzen Sachen durchklickt, dann sieht man, dass noch ganz viel möglich ist. Wir waren nur auf Stufe 1, haben 2, 3 und 4 auch noch zur Auswahl. Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir dann mal rein und gucken, was wir bauen müssen. Und das kriegen wir dann bestimmt auch alles hin, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann gucken wir doch da mal rein. Wir gehen mal jetzt auf Stufe 2. Mittelgroßen Drucker kennen wir schon, Sauerstoffmacher kennen wir, das kennen wir alles, bis auf die Feldunterkunft, Basisbaugegenstand. Künfte bieten sich in Raum, Strom und Sauerstoff. Also das für unterwegs wohl, ne? Kostet allerdings 8 Riesen, das ist dann wohl ein bisschen zu viel für uns. Dann haben wir hier den Autoarm, der war, glaube ich, eine Aufgabe, die wir machen, mit 1005, da sind wir knapp dran, ne? Das passt ja schon dann einigermaßen. Mittlerer Großressourcenkanister. Und dann gibt es hier noch einen mittleren Kanister für Flüssigkeit und Erde und dann einen mittleren Gaskanister. Also ist alles da, was wir brauchen. Und hier unten gibt es dann noch Energiesensor, Lagersensor, Sensoren ohne Ende. Tastenwiederholer, Näherungsindikator, Verzögerungswiederholer, Zahlwiederholer. Das sind bestimmt dann irgendwelche programmiertechnischen Dinge, Verlängerungen, Netzschalter, Verteiler, können wir auch bauen, alles. Entschuldigung. Mittelgroßer Generator, mittleres Solarmodul, mittleres Windturbine, mittelgroße Batterie, RTG können wir da auch bauen. Alles klar, haben wir das auch. Mittelgroße Plattform, C, B und weiß ich, wie sie alle heißen. Was ist das? Hohe Plattform, mittelgroße T-Plattform, mittelgroßes Lagersilo. Hohes Lager können wir sogar bauen schon, wow. Oder? Nee. Könnte man erforschen vielleicht. Kostet 400. Warte, aber hohes Lager? Aber nee, ich glaube, hohes Lager ist jetzt nicht das, was ich haben möchte. Warte mal, mittelgroßes Silo. Okay. Schauen wir mal, Roversitz, Traktor, Hänger. Den wollen wir bauen. Der geht ja auch schon. Mittelgroßes Buggyhupe. Okay. Winde. Planierer. Bohrstärke 1, 2, 3. Feststoffschubdüse. Ah. Die könnten wir erforschen mit 500. Die brauchen wir definitiv für, wenn wir hier wegfliegen wollen, ne? Hydrazinschubdüse. Okay, die ist dann bestimmt besser. Die dauert aber noch. Das war das. Drucker, Schmelzofen haben wir. Was gibt es dahinter noch? Chemielabor. Atmosphärenkondensator. Okay. Forschungskammer haben wir. Exo-Auftragsplattform haben wir. Handelsplattform haben wir nicht. Die sollten wir bauen, aber da brauchen wir Forschungspunkte. Wir brauchen ganz viele Forschungspunkte, ey. Großes Wabenmodul, große Windturbine. Da sind die Plattformen alle drin. Gewölbte Plattform, große. Okay. Ressourcenkanister. Großes Lager. Ja, das große Lager, das ist schon interessant. 2000 Punkte. Große Silo. Den Buggy. Großer Roversitz. Mittelgroßer Rover, V-Tool, Kran, großes Nebelhorn, wow, Freizeitkugel. Okay, sehr interessant. Und dann haben wir hier noch das vierte. Die Forschung ist fertig. Unterkunft ist klar. Autoextraktor, extra großer Schredder. Autoextraktor. Das hört sich doch gut an, ne? Dann aber 7500 Points, ey.
Extra großer Schredder, Solarstromanlage, Windturbine XL. Sensorbogen, Sensorbogen, noch einer. Sensorring in verschiedenen Größen. Extra große Plattform. Die will ich gar nicht erstmal erforschen. Figurenplattform, extra großes Lager. Großer Rover, Landeplattform, kleine Shuttle. Ja, da ist es 1500. Benötigt ein Triebwerk. Interplanetarisches Fahrzeug liefert Energie und. Also, das hier ist unser kleines Shuttle. Das müssen wir wohl schon mal bauen, ne? Um hier wegzukommen. 1500 Punkte haben wir ja bald schon, ne? So, da haben wir dann schon mal die Sachen alle. Ich sag mal aber jetzt gerade hier erstmal nicht. Wir machen jetzt gerade erstmal den Trecker. Kriegen wir den auch nicht da, sondern da? Weiß ich gar nicht. Ne, ich glaube, hier gibt es den Trecker bestimmt nicht, ne? Den Hänger. Wir müssen definitiv jetzt uns erstmal um die Forschungspunkte kümmern, ne? Oder ist er da? Gucken wir mal hier, ob der Hänger. Große Plattform. Buggy, großer Drucker, Schmelzofen, Erdzentrifuge, Forschungskammer. Nee, der ist tatsächlich nicht hier drin. Dann sag nicht, der Hänger kommt hier raus, eher aus dem kleinen Drucker. Tatsächlich, da ist er. Aluminiumgemisch und Gemisch. Aluminium und Gemisch. Nicht Aluminiumgemisch. Okay, dann wissen wir das auch schon mal. Aluminium, jetzt habe ich ihn umgeschaltet, das ist schlecht. Nochmal rein. Und dahin. So, jetzt weg. Da müssen wir das reinmachen. Aluminium und Gemisch. Gemisch sitzt hier. Und jetzt noch Aluminium. Keine Ahnung, wo es ist. Zinkblende. Laterit. Ist die Frage, ob ich überhaupt Aluminium habe. Kupfer. Da sieht es nicht nach Aluminium aus. Hier ist es. Ne, ist Zink. Hier haben wir nichts zum Forschen. Schon alles erforscht. Das ist schlecht. Ist das hier Aluminium? Kohlenstoff. Da sieht es nicht nach Aluminium aus. Wir haben kein Aluminium, ey. Kohlenstoff, Keramik. Ja, hier ist alles nichts mit Aluminium. Das da? Zink. Ja, das ist jetzt gerade nicht so gut, ne? So, er hat hier mir das Ammonium, oder wie hieß es, Ammonium rausgeholt. Sehr gut. Achso, einen Rucksack haben wir auch noch voll, sehe ich gerade. Erde. Ist leer. Erde. Kann er Erde nicht leer machen? Oder ist schon genug drin? Ist vielleicht schon genug drin, ne? Ja, da kann er. Ja, dann holen wir Ammonium raus. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Das funktioniert glaube ich gerade nicht. Das kann ich da nicht reintun. Ammonium. Hier ist gerade nichts leer, oder? Doch, da ist was. Ne, da ist Graphit. Da geht's hin. Okay. Das haben wir schon mal erledigt. Ammonium wird dann wieder gemacht. Rucksack ist schon fertig. Schon fertig wohl. Gut, dann können wir das gerade auch da rausholen. Okay, das war jetzt nicht so prickelnd. Jetzt muss ich noch meinen Behälter daraus haben. Den kriege ich aber so nicht gepackt, sondern muss den so packen. Und kann den wieder mitnehmen. Ja, was ist das hier? Noch Lehm. Das Ammonium liegt da auf der Erde, ist vielleicht nicht so gut. Kommt hier drunter. Wunderbar. Haben wir das auch? Und hier müssen wir was frei machen, ne?
Wir haben zu wenig Platz, das steht schon mal fest. F ist erweitern. Okay, dann sieht man so, da kommen wir besser dran. Auch sehr schön, ne? Aber hier geht das nicht, ne? Das Lager, wenn das so steht, das muss auf einer Plattform sein zum Erweitern. Was ist das denn hier? Schrott, okay. Aber ich habe immer noch kein... Hey, hier ist eine Forschungs... oder? Ne, das ist ein Samen, okay. Das ist ein Samen. Ist das jetzt hier Eisen? Aluminium? Nein, auch nicht. Mir fehlt definitiv Aluminium. Und da ist Laterit. Wunderbar. Dann kriegen wir auch vielleicht unser Dingens noch hin. Ist noch mehr Laterit da? Ich glaube nicht, ne? Doch, da ist noch eins, oder? Ja. Nee, ich wollte es da hinten drauf machen. So, läuft schon. So, ach nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte tatsächlich das Aluminium haben. Und dann können wir den Anhänger drucken. F untersuchen und den Knopf drücken. Ja, Laterit müssen wir holen, das ist klar. Aber wir brauchten jetzt noch Keramik. Wofür war das? Und definitiv haben wir ja noch genug von dem Zeug hier im Dingens, ne? Das muss da erstmal hin. Und nimm das Keramik mal mit. Ich weiß nicht mehr, was aus Keramik gebaut werden musste. Lass uns mal erstmal schnell in unserem Rucksack doch noch die eigene Produktion gucken hier. Bohreranpassungsstufe geht zum Beispiel damit. Ja, geht nur die Bohreranpassungsstufe. Kleine Windturbine geht da auch mit. Aber die ist doch cool, die bauen wir doch mal, oder? Da oben ist sie. Jetzt kriegen wir auch Strom am Rucksack, oder? Bohreranpassungsstufe 1. Ich glaube, die habe ich noch nicht, oder? Machen wir jetzt mal einfach. Da oben sitzt sie wahrscheinlich, ne? Gut, dann war die umsonst. Bohreranpassungsstufe 1. Nicht schlimm, wir wollten schon immer was in den Schredder schmeißen, oder? Okay, haben wir das auch erledigt. Der hatte jetzt nichts mehr keramiktechnisch. Jetzt müssen wir mal hier gucken, ob hier was keramiktechnisch war. Nee, das wollte ich nicht machen, ey. Oh, ich liebe es. Das ist der Hänger. Nee, den packen wir jetzt mal nicht so ein. Den schmeißen wir da hinten erstmal hin. Und wir gucken hier nochmal rein. Was war denn aus Keramik zu bauen? Keramik und Aluminium ist der Sauerstoffmacher. Okay, den müssen wir bestimmt auch noch machen. Ich glaube, sonst sind wir schon durch, oder? Ja, Sauerstoffmacher. Und hier ist bestimmt der Rest. Keramik und Harz ist die Exo-Auftragsplattform. Das ist doch dieses Ding hier, oder? Keramik und Harz. Harz gibt's da. Muss ich da noch eine von bauen? Warte mal, das war eine Aufgabe, ne, oder? Die sehe ich ja hier. Und auf Stufe 1 auf jeden Fall war das, glaube ich, oder? Nee, das ist das gar nicht. Quatsch. Raus da. Aufgaben gab es hier. Knacke Koffer. Finde und sprenge einen Exokoffer. Dynamit ist immer noch nicht da. Produziere Schrott, das haben wir gerade gemacht. Nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Eine Handelsplattform müssen wir unbedingt machen.
Das war auf einem anderen Planeten. Drucke einen Autoarm, okay. Das mit dem Autoarm können wir auch noch machen. Drucke kleine Shuttle. Ja, wir können so viel machen, ne? Also, wir bauen jetzt eine Handelsplattform, das ist das nächste. Die gibt es nicht hier. Warte, die gibt es auch noch gar nicht hier. Die müssen wir wahrscheinlich erstmal erforschen, ne? Und die war bestimmt auf Stufe 2. Feldunterkunft, ne, das war es also nicht. Autoarm kostet 1500, haben wir noch nicht. Wir brauchen Forschungspunkte. Energiesensor, Lagersensor, die Sensoren waren es jetzt auch nicht. Das war es auch nicht. Netzschalter, okay, den könnte man machen. Strom und Batterien, Stromgenerator Gegenstand. Kein Treibstoffmanagement erfordert, okay. Plattformen sind es auch nicht, die ich brauche. Roversitze, Planierer, nee, das war dann alles nicht hier. Das ist bestimmt hier. Nee. Ein Flechtflugzeug, okay. Kran, großes Nebelhorn. Wo ist denn jetzt das blöde Scheiß Plattformding, Handelsplattform? Glaube hier auch nicht. Dann kann es ja nur noch hier sein, ne? Unterkunft. Autoextraktor, Extrakt, großer Schredder. Nee, dann ist es ein tiefer hier. Nein, ist es auch nicht. Ist das hier extra große Plattform? Nee. Nee. Jetzt finde ich die tolle Klamotte nicht hier. Das kann ja jetzt nicht wahr sein, oder? Autoarm. Kostet 1500, haben wir nicht. Okay, die steckt hier auch drin. Die müssen wir auch noch erst erforschen wahrscheinlich, weil die war, glaube ich, auch noch rot. Das bedeutet, das hat auch keinen Sinn gemacht. Der nächste Weg bedeutet, was haben wir jetzt hier gemacht? Ist hier schon gebaut? Der Anhänger auf jeden Fall. Den nehmen wir jetzt mit. Und setzen den da hinten hin. Und da soll er erforscht werden. Ah. Okay, den kann man tatsächlich in den Rucksack nehmen, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hätte. Auspacken. So, das haben wir geschafft. So, jetzt haben wir auch den dritten Anhänger. Jetzt brauchen wir noch eine Plattform. Dafür brauchen wir jetzt aber hier diese Entpacker. Die konnte ich aber hier machen, ne? Nur braucht die Gemisch dafür. Da ist der Verpacker. Ne, Graphit war es, okay. Graphit ist hier aber auch. An dem Regal nicht. An dem Regal auch nicht. Da hinten liegt's. Jetzt hat es dahinter gelegen. Da hinten ist noch einer. Und den machen wir natürlich auch noch. Und weil es so schön ist, wir brauchen genug davon, denke ich. Brauchen wir wenigstens drei davon. Sehe ich nur Graphit? Ich glaube nicht, ne? Doch, da hinten ist nochmal Graphit. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht verkehrt, das viermal zu haben. Und der kann auch da
angebackt werden. Ne, das war unser Dingens. So. Den haben wir da dran geklappt, aber der fällt nicht runter, der ist aber nicht fest, ne? Boah, dann machen da dran. Ey, Alter, was passiert denn hier mit? Der Magnetismus hängt so. So, jetzt haben wir es aber geschafft, oder? So, das sind vier dicke Forschungsproben, die wir brauchen und da dran machen. Die haben wir schon mal. Hier oben ist nochmal das Zeug. Guck, er hat keine Kapazitäten mehr frei, dann kann er das auch nicht machen, ne? Hier unten ist nochmal Keramik. Ne, Lehm. Okay. Haben wir erstmal. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Achso, den Obelisken, den will ich noch, oder Obelix, ne, den Hinkelstein da machen. Das war noch so ein Tipp von Mordrak. Einfach so einen Berg machen, den man dann aus der Entfernung sieht. Dann fährt man weg von diesem Berg, bis man dann nicht mehr sehen kann, so ungefähr. Und so hat man dann so einen Wegweiser, ne. Okay, das war auch nochmal Danke dafür, Mordrak. Alles klar, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.